Mit dem Update kommen neue Level ins Spiel für die folgenden Gebäude, nämlich für den Elixiersammler, für die Goldmine und für den dunklen Elixierbohrer. Darüber hinaus erhalten auch die dunkle Zauberfabrik, der verborgene Tesla, der Inferno-Turm, das Katapult und die suchende Luftmine ein neues Level. Folgende Truppen, Heldentiere und Maschinen erhalten ein neues Level. Der Lakai, der Schweinereiter, der Bowler, der Babydrache, die Belagerungskaserne, der Kampfholzwerfer und die Elektroeule. Darüber hinaus können Rathaus 16 Spieler nun weitere 100 Mauerstücke auf das maximale Level 17 bringen, also insgesamt schon 250 Mauerstücke. Und endlich bekommt auch die königliche Gladiatorin ein bisschen mehr Heldenausrüstung und zwar zwei neue Sachen direkt, nämlich die Tempoflasche und die Schweinereiterpuppe. Die Schweinereiterpuppe wird mit Schmied Level 7 freigeschaltet und wie es der Name schon vermuten lässt, wird eine Horde Schweinereiter herbeigerufen, die dann an der Seite der Gladi kämpft. Die Tempoflasche wird mit Schmied Level 8 freigeschaltet. Was macht sie? Eigentlich auch selbsterklärend. Sie beschleunigt nämlich die Gladi und zwar die Bewegung und auch die Angriffsgeschwindigkeit der königlichen Gladiatorin für ein paar Sekunden. Lang erwartet und nun ist es endlich da, die Verbesserungen für den Clan-Chat. Und zwar folgende. Der Anführer und auch die Vize können Nachrichten anpinnen. Dafür gibt es einen neuen Bereich im Chat, den seht ihr ja da oben rechts. Diese Nachrichten können aber auch jederzeit wieder entfernt werden. Insgesamt hat der Chat natürlich auch ein komplett neues Aussehen bekommen. Was noch zu erwähnen ist, auf jeden Fall die Reaktionen in Form von Emojis, die man machen kann, wenn etwas im Chat passiert. Einfach länger gedrückt halten den Chat und dann kann man aus einer Auswahl von Emojis auswählen und auf etwas im Chat reagieren. Mit Rathaus 12 könnt ihr einen komplett neuen Zauber freischalten und zwar den Überwucherungszauber. Der Überwucherungszauber hat den Effekttyp Flächenschaden, zielt auf Boden- und Lufttruppen, benötigt 2 Plätze und die Braudauer sind 6 Minuten. Insgesamt hat der Zauber 4 Level. Er umschlingt Gebäude in der Nähe mit kräftigen Wurzeln, wodurch Verteidigungsanlagen nicht angegriffen werden können. Truppen ignorieren allerdings die überwucherten Gebäude. Nun das Wichtigste von den Verbesserungen der Lebensqualität. Die Fortschrittsbalken sind endlich wieder da. Sie wurden ja erst kürzlich entfernt, aber nun sind sie zum Glück wieder da und geben euch einen besseren Überblick darüber, wie weit denn ein bestimmtes Upgrade überhaupt ist und was ihr da vielleicht noch machen könnt. Viele Leute hatten sich beschwert, dass es bei den Upgrade-Buttons ein bisschen blöd ist und die Anordnung nicht so ganz glücklich gewählt ist und dann vielleicht schon mal ein magisches Item aus Versehen benutzt wird und das wird jetzt mit dem Update auf jeden Fall auch anders sein. Dann ist es nicht mehr so, dass ihr versehentlich etwas verwendet zum Upgraden, was ihr nicht benutzen möchtet. Das waren soweit alle Highlights vom Update. Die Balance-Changes und auch die Bugfixes verlinke ich euch in der Beschreibung. Dort könnt ihr alles nachlesen.